Jo Freunde, was geht ab? Back in the game, remember my name, ich bin Angel. Heute geht es um eure Zuschauer-Shisha-Setups bei mir auf dem Discord. Ich bin heute nicht alleine, Juri ist mit am Start. Was geht Leute, Juri am Start, wir werden es heute rocken. Bevor wir anfangen, in den Discord, der ist in der Beschreibung verlinkt, falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, falls ihr euer Setup nächstes Mal einsenden wollt, klickt auf den Link. Für den Discord, ihr müsst euch eine Rolle vergeben. Ihr müsst die grüne Rolle haben, erster Q. Erst dann könnt ihr ein Bild posten in den jeweiligen Channel. Der Channel heißt Zuschauer Shisha Setups. Kurs geht raus. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, die sind zum Schluss verlinkt in einer Playlist. Da dürft ihr sehr gerne mal reinschauen. Letztes Mal haben wir mit diesem wunderschönen Bild hier aufgehört. Und wir fangen an mit dem nächsten von Jan Jam. Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir irgendwie so vor, als hätten wir schon mal darauf reagiert. Ihr könnt auch gerne nächstes Mal ein schönes Shisha-Setup machen. Das ist ein reales Shisha-Setup. Also, er zeigt die Pfeife, wie sie auch in Benutzung aussieht. Sehe ich da hinten den Amy Glaskopf, X-Racher Ice Bomb, neben den Boxen. Was sagst du zum Setup? Ich würde mal sagen, so für stille Momente könnte man das wirklich funktionieren. Man würde einfach sein Handy anschließen, ein bisschen Musik anmachen, so nicht mal auf volle Pulle und danach geht's ab. Dann ist der Tinnitus am Start. Bro, ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn du hier mal richtig aufdrehst, dass der Kopf da nicht abfliegt, ne? Real Talk. Dieser Faster, der ist eigentlich ziemlich geil, der da so steht. Ja, wir haben den Chat vergessen. Sorry. War ganz okay. Machen wir weiter mit Arne. Arne hat hier zwei Alu-Pfeifen am Start. Setup finde ich jetzt nicht ganz so nice, aber der Fernseher ist ein Big Flex. Der Fernseher ist auf jeden Fall ein Big Flex. Ein schöner Holzlook, würde ich mal sagen. Erinnert mich so an eine Sauna. Ziemlich prickelnd. Mir fehlen so ein bisschen LEDs, aber ziemlich cool, dass er die ganzen Kabel versteckt. Aber aus dieser Perspektive sieht man die. Hauptsache blitzlicht gemacht. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, die Pfeifen. Müsste man im Jahr 22, würde ich mal sagen, austauschen. Alu, da müssen wir alle von wegkommen, würde ich mal sagen. Machen wir weiter mit Filk. Filk hat uns hier eine Batterion an Bildern rausgeknallt. Er zeigt auf jeden Fall alles, was er hat. Ich sehe hier die KNS und die Kaif S und die Kaif mit einer neuartigen Bowl. Ultraschönes Setup, bis jetzt das Beste von heute. Mit saftig, knaftig Köpfen am Start, wie dem Bihoka, Litlib, Ocean 68, Oblako Mono. Neue Tabaks sind am Start. Ist das dein Shisha-Setup? So schaust du zum Beispiel hier meinen wunderbaren Stream. Also was soll man dazu sagen, ne? Für so einen normalen Filmeabend am Start, da hat man so einen wunderschönen, sieht man die ganzen Köpfe hervorragend geordnet, was immer mehr. Aber, weißt du, was mich triggert? Er hat die Pfeifen vor seinem Bildschirm stehen. Bro, wie willst du entspannt Filme gucken, Serien gucken, meinen Stream schauen, wenn da die Pfeifen vorstehen? Da muss aber nochmal ein neues Regal her, ne? Krass, wie viele Köpfe du einfach hast. Insane. Einfach insane. Ich habe jeden Kopf, den du auch hier hast, aber nicht so viele. Und ich stell die Dinger vor, Mann. Krass, so sieht's aus bei Nacht. Ist das da sein Bett? Er hat sein Bett neben der Couch? Chillig, Bro. Oder ist das die Couch? Aber sonst wäre ja kein Laken drüber. Krass. Aber mich triggern, dass die Pfeifen davor stehen. Ich finde das ziemlich nass, dass er die ganzen Köpfe so schön geordnet hat. Ah, ja. Safe nur fürs Foto. Meinst du, er hat die Pfeifen fürs Foto draufgesteckt? Können wir nicht sagen. Aber ein sehr nice Setup. Der Horus auch am Start. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Auch nochmal Weitwinkeloptik. Die Pfeife beleuchtet mit einem Standard-Billo-Beleuchter. Nochmal von oben Vogelperspektive. Insane. Was ein Setup, Bro. Er muss eigentlich Safe-Influencer sein. Safe-Influencer. Kleines Fotoshooting. Kleines, Bro! Krass. Ah, Juri, das sieht man ja gar nicht. Huch. Das müssen wir auf jeden Fall verändern. Luca Adrian hier mit seiner AR Loco am Start. Ich meine, die heißt AR Loco. Das ist der Lauf von einer echten Waffe. Das ist eine russische Pfeife. Die ist auch hier mit magnetischer Halterung. Essensvorrat wurde sich hier gegönnt. Und mein Stream im Hintergrund, Bro. Das gibt aber sowas von Pluspunkte. Was sagst du der Pfeife? Ja, wenn er aus der Entfernung dein Stream nicht genau verfolgen kann, kann er eiskalt auf seiner Shisha noch ein, sagen wir mal, ein Rotlicht, Rotpunktvisier dann befestigen und optimal zuschauen. Ich finde die Shisha schon ziemlich nice, wenn er da noch, sagen wir mal, wirklich jetzt so ein Visier dran packen würde oder eine Halterung noch. Ja, das Setup pfeifetechnisch ist relativ clean, ne? Dein Lieblingsgetränk links daneben hingestellt, Jägermeister. Ich mag Jägermeister. Schön auf Kräuter, schön auf Diätbasis, was will man mehr? Mag Jägermeister gar nicht so. Rafka, danke. Danke für 5 Subbomb. Die tut gerade unfassbar gut, weil ich mir auch eine Wohnung dieses Jahr ziehen möchte. Das tut sehr, sehr gut, dein Support hier. Kuss geht raus. Genieß den Stream, Bruder.
Wollt ihr das nächste Mal auch bei eurem Shisha-Einkauf sparen oder wollt ihr was gratis bekommen, dann könnt ihr jetzt mit meinen Gutscheincodes, die sind in der Beschreibung unter jedem Video verlinkt, könnt ihr jetzt sparen oder was gratis bekommen. Kuss geht raus, ihr supportet mich dadurch. Und wenn ihr zum Beispiel was bei Elvano bestellt mit dem Code Angel, kriegt ihr zum Beispiel ein halbes Kilo Kohle gratis. Bei manchen Seiten bekommt ihr 10% Rabatt. Viel Spaß beim Show. Mir heißt die Pfeife aus dem letzten Bild. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Pfeife postet, darunter schreiben, was das für eine Pfeife ist. Daniel mit der KNS am Start. Mit der KFS. Ey, warum vertausche ich das immer? Oh, ich weiß nicht wieso, aber diese schwarz-blau, diese Baby. Ist das Babyblau? Ich weiß das nicht. Aber so dieses schwarz-blaue Akzent, das sieht so geil aus. So ein Ozeanblau. Die Shisha ist mega schön. Das ist krass. Ich habe die auch hier in schwarz, aber das ist so krass. Auch mit einer Caesar Bowl. Weißt du, wie viele die Bowls kosten? Die werden um 100 Euro gehandelt. Oh mein Gott, Mann. Das ist die Shisha so schön, dieses schwarz-blau. Oh Gott. So, wir haben jetzt hier mich sitzen, der Influencer im Bereich Shisha ist, und Juri hat eigentlich gar nichts mit Shisha zu tun. Er sieht das zum ersten Mal. Das ist so krass, Mann. Er ist sogar X-Shisha hier im Hintergrund. Schmeckt. Geiles Teil. Auch nice Pfeifen am Start. Die Bowl sieht echt schön aus. Auch in Gold alles richtig schön. Kann man mal machen. Bis jetzt das zweitbeste Setup von heute. Das beste Setup, wo die ganzen Köpfe da gerade am Stand waren. Und das ist das zweitbeste Setup, würde ich mal heute so sagen. Machen wir weiter mit nochmal Daniel. Oh, die Pfeife mal in Action. Alter, die Caesar Bowl ist insane. Oh Gott, was ist das für eine geile Bowl? Das ist die Bowl hier. Das ist die Pfeife. Krass. Das ist echt insane. Bruder, das ist die beste Pfeife, die du dafür auswählen könntest. Krass, Mann. The Last Man of War. Der gute Kevin ist heute auch mit am Start mit seiner Batterion von Pfeifen. Ich habe mir sagen lassen, dass eine Pfeife davon durch ein Gewinnspiel gewonnen worden ist, was ich geleitet habe, beziehungsweise in Kooperation mit Dicker Vapor aus dem Stream. Sehr, sehr geil. Ordentlich Tabaks am Start. Kevin macht auch saftig knaftige Bilder auf Instagram. Da gehen auf jeden Fall Props auch raus. Die Pfeifen sind ein Leckermäulchen. Ich sehe sehr viel Aladdin MVP. Vereinsteiger und Fortgeschrittene. Sehr gut, Mann. Sehr gut. Machen wir weiter. Ach, das ist sogar Kevin. Krass, das ist alles Kevin. Aber was ich noch unbedingt anmerken will, ne, das ist zum Beispiel, wie krass die es geschafft haben, die Köpfe so richtig schön zu machen. Ne? Früher waren die so richtig schlicht, einfach so eine Farbe. Ne? Ja. Genau, und jetzt zum Beispiel haben die oberen Köpfe mal so einen richtig geilen Ton, und das finde ich mal ziemlich geil, diese mal so diese Farbkombination. Imagine, man raucht noch mit Japona oder so, die gar nicht glasiert sind. Mache ich sogar noch. Oder was ein gestörtes Setup, die Mamei auch am Start. Oder Mamei, wie auch immer ihr die ausspricht. Ich habe schon damals zu Kevin gesagt, der Spiegel ist legendär. Der Spiegel macht so viel raus. Das ist sein gesamtes Setup. So sieht auch sein Streaming-Setup aus. Geistesgestört, Mann. Gutes Mikrofon mit am Start. Gute Monitore. Die Pfeife steht hier. Die habe ich aber noch nie bei dir im Stream gesehen, Bro. Man sieht immer nur das Köpfchen. Wäre geil, wenn du eine zweite Perspektive von deiner Pfeife noch mit reinschallerst. Das wäre babamäßig. Alter, wie viele Tabaks hat er denn? Was? Fast so viele wie bei dir? Ich habe sogar einen Ticken mehr, aber unaufgeräumter. Definitiv unaufgeräumter, Mann. Der nächste ist Dog. Ich bin mir sicher, dass wir schon mal auf Dog sein Setup reagiert haben. Weil ich meine, das ist auf jeden Fall eine originale VUCA. Die ist auch in Benutzung, das sieht man aber auch. Man hat mir sagen lassen, bei Dog hat sich einiges verändert. Er fängt jetzt auch bald an mit Stream. Sein gegönnt, dass er damit sehr erfolgreich wird. VUCA schmeckt. Ich habe leider noch in meinem Besitz keine VUCA da draußen. Oder bei mir in der Wohnung. Ich sehe, ist das ein Alpha Hooker X? Insane. Tradi-Pfeifen sind auch mit am Start. Habe ich auch nicht eine hier. Was sagst du zu Holzpfeifen? Ja, wenn die genauso strukturiert ist, finde ich die mega nice. Das ist sogar mit Elektrizität reingemacht worden, oder? Das sieht voll cool aus. Ich glaube, du kennst dich da besser aus als ich. Zu krass, Mann. Sehr gutes Setup. Homeoffice. Yannick im Homeoffice am Start mit der Iren. Nee, ist das eine Iren? Nee, ist nicht. Das ist keine Iren. Digga, sehe ich da einen Diffuser aus Silikon? Bro, Statement. Yannick, wo bist du? Das ist nicht Kassel, Yannick. Das ist unser Yannick. Aber guck dir mal die Bude an. Krasser Scheiß. Leder, Tasche, richtig krasses Licht. Voll clean gehalten. Die Bude ist insane. Krasser Scheiß. Das wird, glaube ich, das Thumbnail. So gut ist das. Hier nochmal die Sitzposition, die Sitzperspektive. Ey, was ist das für ein Kühlschrank, Mann? Geil, oh, wir kriegen so Einblicke in seine Küche, Mann. Wie nice ist das denn? Fritz Cola wird sich ja auch gegönnt. Pfeife ist relativ schlicht. Kann man sich mal gönnen. Aber ist das ein Kaya-Aussatz? Guck mal, sein Tisch ist ziemlich geil, ne? So komplett aus Glas. Das Problem ist, du siehst da die ganze Zeit diese Wurstfingerabdrücke. Vielleicht auch keine Wurstfinger, aber Fingerabdrücke. Ja, das ist schon, aber...
Ich meine, wenn du dir diesen Tisch anguckst, der ist so sauber, da siehst du einfach gar nichts sauber. Da. Da ist nichts. Da. Da ist auch nichts. Lidl-Leiter Leon. Leon, danke, dass du mir dein Setup geschickt hast. Kuss geht raus. Das, das mit Snipping-Tool außen kopiert und eingefügt. Wir haben nochmal Darfik hier. Das ist der gute Boy mit dem Horus, glaube ich. Ich glaube, mit dem Horus. Gute Perspektive. Warum habt ihr alle so riesen Fernseher, Mann? Jetzt weiß ich, dass du dich über das extra Geschenk freuen wirst. Tufan, muss ich mal sehen. Muss ich mal sehen, ne? Klassisch. Tufan, du schickst mir aber keinen Glastisch, ne? Glastische halten bei mir nicht so lange. Space Loop mit am Start mit einer... Oh, ich weiß gar nicht, was das für eine ist. Aber die ist aus Glas. Sehr schönes Bild. Ultra clean. Könnte man für Instagram hochladen. Sehr geiles Teil, aber wenn ich hier den Lotus V2 sehe, Bruder, auf einem Oblaco, da muss ich ganz dringend los. Bei diesem Mundstück, das sehe ich jetzt schon kaputt gehen, Mann. Ich finde das schon ziemlich cool, aber geiler wäre, wenn das unter seine Shisha noch so einen LED-Setzer draufpacken würde. Ja, Mann. Aber die ganze Kulisse ist geil. Ich glaube, der erste auch heute, der mit einer richtigen Kamera das Ganze macht. Was mich aber am meisten stört, wenn ihr euch diese Bilder anguckt, dann die sind nicht genau ausgerichtet. Ja, stimmt. Das sind Spalten dort, genau da. Nein, die Spalten gehören, aber die Spalten sind nein, zu weit auseinander. Oben ist halt enger und unten ist ein bisschen weiter. Also der Bild hängt ein bisschen schräg. Meinst du nicht, dass es Schatten? Ah, so nicht. Nee, was anderes hab ich von deiner Reaction gesehen. Den Horus? Der Horus wäre geil. Vor allem, da mach ich kein Auge. Oh, ist das eine Arif Gloria? Muss eigentlich sein, die erste Version, glaube ich. Krasses Teil. Sieht unfassbar schön aus, das Bild. Die beiden in Kombination in Instagram, da sehe ich mich. Da sehe ich die 500 Likes drauf. Ich predikte 500 Likes auf diesem Bild. Aber da fehlen echt schon noch ein paar LEDs für meinen Geschmack. Aber das kann man auch so hochladen. Und wieso? Guck mal, der Anfang, guck mal, da steckt das Bett ist dort, ne? Ist halt so schön, die Decke schön gelegt. Und hier nicht. Alter, nicht. Als ob der sich hingesetzt hat. Da gibt es doch schon Punktabzüge. Enzo, danke für die Perspektive von deinem Setup. Ich danke dir, Bruder. Ja, kann man nichts zu sagen. Dreckig ist fuck. Man sieht nicht mal den Tabak, Bro. Das Bild hätte man Real Talk besser machen können, Dinger. Und ein Plastikmundstück. Alles klar. Hygienemundstück, yes, sir. Iray. Iray mit seiner selbstgebauten Belvedere am Start. Geile Optik, das Bild. Leider die Pfeife relativ dunkel, aber der Mut ist da. Der Mut. Es geht hier um den Mut. Aber wenn ich hier sehe, dass jemand noch den Kaya-Kopf raucht oder den KSA-Po. Bruder, wir haben 19.57 Uhr am 10.03.2021. Ich glaube, wer einmal einen Funnel ausprobiert hat, der wird auch beim Funnel bleiben. Es sei denn, es ist natürlich jetzt Doppelapfel oder Traube Minze drin, dann sei es natürlich vergeben. Jeder kann natürlich so rauchen, wie er möchte. Und was ich noch hinzufügen wollte, bitte schickt keine Bilder zweimal ein. Ich reagiere auf jedes Bild. Wenn im Discord ein zweites Bild noch reinkommt, werde ich nicht mehr drauf reagieren. Das könnte sein, dass euer Bild dabei untergeht, ne? Nur damit du Bescheid wirst. Cynix mit seiner, ist das eine Million Cut Bowl auf der K&S? Ach Digga, ich hab schon wieder K&S gesagt, Mann, die Folge ist so los. Das ist eine KFS, Mann. Ich finde die Bowl voll geil, das erinnert mich voll an ja, 360 Vodka in der Blackwood Edition. Und oben auf dem, wie nennt man das, dieses da obere Blech? Der Teller, cool. Der Teller, der ist ziemlich nice, das erinnert mich so an Satanismus, weißt du, wenn ihr irgendwie auf dem Boden irgendwelche Kritzeln... Das dürfte Alpha-Hooker sein oder eigentlich müsste es Alpha-Hooker sein. Ich würde jetzt nicht sagen Hooligan. Hooligan hat eher so ein Schläger-Vibe, möchte man sagen. So, eins machen wir noch von, auch von Cynix. Nochmal seine Tradi-Pfeife. Sehr schönes Teil. Ich habe leider keine Erfahrung mit Tradi-Pfeifen, nur einmal jemals in einer geraucht. Das war es dann auch, aber sieht ultra schön aus. Auch ein schönes Bild. Könnte man Ocean KFS mit dem Alpha-Teller. Danke, Tufan. Ich liebe Teller von Tradi-Pfeifen. Eigentlich, wenn du Gäste hast und mit dieser Shisha rauchst, dann kannst du auf den Teller mal so Häppchen drauf tun, weißt du? So ein bisschen Käse, Wurst, ein bisschen Gurken, Tomaten. Achso, da kann sich jeder was nehmen. Ja. Geil wäre, wenn man den Teller dann noch drehen könnte oder der sich automatisch dreht, dass du dir dann immer davon was zurücknimmst. So, Freunde, das war's mit den Setups von euch. Wie gesagt, gerne weitere einsenden. Gebt euch den Rang auf dem Discord oder schreibt uns an. Wir sind das Mod-Team. Ihr könnt gerne Mika, mich oder Leon anschreiben und dann bekommt ihr einen Rang, womit ihr Bilder posten könnt. Ich mache das Ganze auch noch mit Gaming-Setups. Tobt euch einfach bei mir auf dem Discord aus. Sucht die Channel, postet fleißig Bilder, dass wir hier nice Videos für euch am Start bringen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne ein Däumchen nach oben. Der Algorithmus, der fickt uns alle, weil wir machen Shisha-Videos und deswegen wäre ein Kommentar sehr, sehr nice. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke an Juri, dass ihr heute mit am Start war. Kuss geht raus. Rechnung stelle ich dir per Post, aber
Alles cool, danke fürs Zuschauen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Alles klar, danke dir, Digga. Ciao, ciao.